Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 553, so rum. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und weil das hier eine ungerade Folge ist, gibt es auch keinen Haltungsblock, den gibt es dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, hört euch bitte die Haltungsblocks der letzten Episoden an oder ihr wisst sowieso, wie ich so ticke. Ich habe heute gar keine besondere Thematik. Also es gibt einen Überbegriff, deswegen werde ich die Sendung wahrscheinlich auch so nennen, Überholspur. Und Goethe wird diese Sendung heißen. Und der Grund, warum die letzte Episode ausfallen musste, lag auch daran, dass ich ein bisschen viel auf der Überholspur war, also im übertragenen Sinne, nicht im Auto. Da war ich zwar auch, aber nicht so viel. So, und Überholspur im Leben bedeutet natürlich, dass man irgendwie sehr viel Gas gibt und andere Leute überholt und hat manchmal was mit Karriere und Vorankommen zu tun, manchmal aber auch einfach mit, man hat alles sehr eilig und hat sehr viel zu tun. So, und letzteres war es halt bei mir, was mich so ein bisschen aus der Kurve geworfen hat. Es war geplant, allerdings ist die Planung so ein bisschen durcheinander gegangen. Und ich fange einfach am besten mal in der Planung an. Ich hatte gesehen, dass AC/DC nach Deutschland kommt. Und AC/DC ist eine Band, die ich sehr mag und schätze. Und die habe ich auch schon ein paar Mal live gesehen. Das war jetzt mein, ich weiß nicht, viertes AC/DC-Konzert oder so. Und das macht immer sehr viel Spaß. Und wir haben schon beim letzten Mal, vor 10 Jahren, haben mein Bruder und ich AC/DC in Bremen gesehen. Bummelig 10 Jahre her, ich weiß gar nicht ganz genau. Auf der Rock'n'Roll Train Tour, Black Eyes hieß die Tour, glaube ich, eigentlich das Album. Könnte man nachgucken, wann sie da in Bremen gespielt haben. Das war mega gut, in so einer Halle direkt am Bremer Hauptbahnhof. Da haben wir gestaunt, wie viele LKW da vor der Halle stehen mit den ganzen Kram, mit der Glocke, mit den Kanonen, mit der Rosie, die aufblasbare. Und das ist halt eine mega coole Show gewesen und AC/DC hat es halt einfach drauf und bringt einfach mal so eine ganze Halle oder auch ein ganzes Stadion in Ekstase. Man kann ja von der Musik halten, was man will, man kann das langweilig finden und ja, die Jungs sind auch nicht mehr jung, aber deswegen denkt man ja auch jedes Mal, es könnte das letzte Mal sein. Also haben wir uns Tickets gekauft, war schwierig genug da ranzukommen für AC/DC in München. Olympiastadion, mein Bruder lebt ja in der Nähe von München und das war an einem Mittwoch, so, und dann dachte ich, naja gut, kann ich wieder eine Woche bei Cornelius wohnen und von München aus arbeiten und das Olympiastadion ist ja auch direkt neben dem Büro, das passt ja alles ganz gut. Das war der erste Teil des Plans. Dann der zweite Teil des Plans war, dass mein Sohn und übrigens an alle, die verwirrt reagieren, wenn ich sage, ich habe einen Sohn, weil ich früher mal gesagt habe, ich habe 2 Töchter, habe ich gedacht, habe ich mich geirrt, mein Sohn ist trans und das ist gut so. Also mein Sohn hatte Abschlussveranstaltungen in der Schule, 10. Klasse, auf der integrierten Gesamtschule, da gibt es genauso eine Abschlussfeier wie auf dem Gymnasium nach dem Abitur, mit alle ziehen sich schick an und kriegen feierlich ein Zeugnis überreicht und so. Und auch wenn sie hinterher an der Schule bleiben, um noch in die Oberstufe zu gehen, passiert das halt. Und das war dann an dem Freitag. Also war schon klar, dass ich an dem Donnerstag nach dem Konzert zurückfahren würde. Erst das Ticket gekauft, dann diesen Termin gesehen. Der hätte natürlich auch schon vorher festgestanden. Das hätte ich schon wissen können, dass ich da zurück sein muss. Das hatte ich nicht auf dem Zeiger. Und dann meldeten sich aber auch noch die Amerikaner an. Meine Kollegen aus Amerika haben gedacht, es wäre echt mal wieder ganz gut, wenn wir Deutschland besuchen oder zum ersten Mal. Tatsächlich 2 von den 3 Besuchern waren zum ersten Mal in Hamburg. Die sind noch nicht so lange in unserem Team. Und dann kam ja die Pandemie und alles und so. Ja, und die wollten dann auch dann da kommen und die sind dann tatsächlich auch an dem Donnerstag schon gekommen. So, und das führte eins zum anderen und alles war irgendwie anstrengend. Und dann hatten wir auch noch eine Einladung bekommen zum Sommerfest in der Firma meiner Tochter in Koblenz. Und das war dann auch gleich im Anschluss. Also, schon mal einen ziemlich steilen Plan geschmiedet.
und dann leider aber auch noch unter erschwerten Bedingungen durchgeführt. Und zwar habe ich an dem Donnerstag, bevor ich, ach so, und ein Konzert habe ich auch noch gespielt, genau, ja, an dem Donnerstag, bevor ich losgefahren bin nach München, habe ich ein Konzert geplant gehabt im Open Kitchen. So, und ja, das war irgendwie auch nochmal so, dass wir zum ersten Mal in einem Restaurant gespielt haben. Wir haben da viel Werbung für gemacht. Übrigens, viele von euch waren ja auch dort. Also es war eigentlich mehr ein Hörertreffen als ein Konzert oder ein Restaurantbesuch. Das war sehr nett, dass ihr dann alle nacheinander zu mir gekommen seid und Hallo gesagt habt und euch als Hörer geoutet habt. Von ein, zwei Leuten wusste ich das natürlich schon, die kannte ich dann schon, aber das war sehr nett. Also das war auch ganz gut. Naja, so, aber noch eine Woche vorher geht die Geschichte, die ich eigentlich erzählen wollte, los. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in in den zeitlichen Ablauf. Und zwar hatte ich eine Zecke. Das ist eigentlich nichts Schlimmes. Also, aber es war ein Donnerstag, eine Zecke rausgenommen, Kopf war dran, alles gut, aber hat halt irgendwie ganz schön gezwiebelt am Oberarm links und das wurde dann so rot, dass ich am Freitag damit zum Arzt gegangen bin. Es war zwar kein Ring, also wenn das dann so ringförmig rot um den Einbiss geht, dann hat man ja meistens so eine Borreliose. Aber war nicht ringförmig, aber war halt sehr großflächig rot. Und dann bin ich zum Arzt und der hat gleich gesagt, oh ja, lass mal einen Bluttest machen auf Borrelien, aber hier hast du schon mal ein Antibiotikum. Ja, habe ich halt Antibiotikum genommen und dann Anfang der Folgewoche war halt das Testergebnis da und es waren keine Borrelien. Aber ich hatte halt schon das Antibiotikum genommen. Ja. Der Arzt sagte dann, kannst du absetzen, musst du nicht durchnehmen. Ich dachte immer, Antibiotikum sollte man durchnehmen, damit man keine resistenten Keime züchtet oder so. Aber war dann so. Übrigens, ach so, an dem Wochenende, als ich dann die Zecke gerade raus hatte und Antibiotika genommen hatte, da war auch noch 30 Jahre Abi. Da war ich dann bis um 3 Uhr auf einer Party, die sehr, sehr gut war übrigens. Ganz liebe Grüße an die Töchter einer Schulfreundin. Das ist ganz lustig. Die arbeitet im Musikbusiness und kennt so Menschen wie Ed Sheeran und Madonna. Also was heißt kennen, hat sie halt getroffen. Und als dann irgendwie die Kinder rausbekommen haben, dass auf dem Abi-Treffen ein gewisser Tobi Bayer ist, da waren sie ganz aufgeregt, weil sie den Einschlafen-Podcast hören. An dieser Stelle also ganz liebe Grüße an die Töchter von Anke. Ja, ich bin's wirklich. Ich habe ja auch noch eine Sprachnachricht geschickt und ein Foto gemacht mit eurer Mama. Das war sehr lustig, aber auch sehr lang und sehr anstrengend. Und da war ich am nächsten Tag schon ganz schön ausgenockt und habe dann noch Geburtstag gefeiert. Mein Sohn hatte da in der Woche vorher Geburtstag und dann haben wir noch gegrillt mit der Familie. Und am Montag dann habe ich dann das Antibiotikum abgesetzt und am Dienstag war ich krank. Also da war ich richtig, richtig, richtig krank. Also so Männergrippe krankmäßig. Also es war wirklich nicht feierlich. Aber ich dachte sogar zuerst, ich hätte einen Hörsturz, weil meine Ohren so dicht waren, aber das war dann nur die eustachische Röhre, die musste ich dann habe ich dann mit Nasenspray frei bekommen und dann ging es auch am Donnerstag schon wieder. Ich habe mich dann also mit Schmerzmitteln so aufgeputscht, dass ich am Donnerstag den Gig spielen konnte und am Freitag halt in den Zug springen konnte, weil nach dem Konzert im Open Kitchen ging es dann für mich am Freitag früh um 7 Uhr los mit dem Zug nach München. Im Zug dann gearbeitet und dann in München irgendwie Familie treffen. Samstag habe ich mit meinem Bruder dann schon wieder eine Radtour machen können. Also da war ich schon wieder halbwegs gesund, aber irgendwie trägt das dann halt, ne, dass man irgendwie krank war. Und in der Woche hätte ich übrigens auch die letzte Episode aufnehmen müssen. An dem Mittwoch hatte ich das eigentlich vor, weil ich Donnerstag ja Auftritt hatte und Freitag losfahren wollte. Das ging nicht, weil ich Dienstag, Mittwoch war ich halt einfach wirklich krank. Und ich habe dann sogar noch ein Mikrofon mitgenommen nach München zu meinem Bruder, weil ich dachte, vielleicht kann ich da ja noch eine Episode aufnehmen. Das hat aber einfach nicht geklappt. Und deswegen habe ich euch dann da an dem Montag aus dem Büro von meinem Bruder in der Nähe von München eine Entschuldigungsnachricht zukommen lassen. Also
Einschlafen-Podcast-Episode aufnehmen mit dem kleinen Samson-Gomik in einer ungewohnten Umgebung. Habe ich mir dann auch nicht zugetraut. Das wäre nicht so geworden, wie ich mir eine Einschlafen-Podcast-Episode wünsche. Die muss ich halt eigentlich hier zu Hause mit genau diesem Mikrofon und genau dieser Körperhaltung aufnehmen, damit ich auch so klinge, wie ich halt klingen möchte. Ja. So, und dann, genau, war halt München, habe ich da in München im Büro gearbeitet. Das war sehr nett. Die hatten da zufällig gerade so eine Community-Fair in der Firma, weil ganz viele Communities, so Untergruppen in der Firma, die halt Dinge gemeinsam machen, sich vorgestellt haben und ich da wieder ein paar Leute kennengelernt habe. Das war ganz klasse. Und naja, ich habe halt zwei Kollegen in München und die dann mal persönlich treffen, war auch gut. Wobei die hinterher dann ja auch beide nach Hamburg gekommen sind, als die Amerikaner zu Besuch waren. Gut, AC/DC-Konzert, großartig. Ich hatte es ja schon erwähnt, Mittwochabend dann bei bestem Wetter im Olympiastadion unter freiem Himmel. Wir hatten Stehplätze, leider nicht Golden Circle ganz vorne, sondern ein bisschen weiter weg, aber es ging so. Also wir konnten doch die Band auch sehen, nicht nur auf den großen Videoleinwänden, sondern man konnte es schon erkennen. Ja, und was soll ich sagen, Angus Young ist einfach wirklich eine beeindruckende Persönlichkeit. Das ist, der ist jetzt bald 70, also der wird, glaube ich, dieses Jahr 70 und sieht wirklich mitgenommen aus. Also so ein Rock'n'Roll-Leben ist, glaube ich, auch anstrengend. Also der sieht ganz schön verbraucht aus, aber er schafft es halt immer noch, in dem Alter auf der Bühne zu stehen, seine Show durchzuziehen. Macht vielleicht ein bisschen weniger als vorher, aber er macht nicht nichts. Das ist nicht so, dass er einfach nur rumsteht, sondern er kann auch seine Soli noch spielen, schmeißt sich immer noch auf den Rücken und dreht sich. Ein bisschen Sorge um seine Hüfte gehabt in dem Moment, aber ja, er ist einfach wirklich eine begeisternde Persönlichkeit. Das ganze Stadion war halt am Jubeln, also bis hinten in den letzten Rängen. Ich habe mich immer mal umgedreht, da Leute sitzen da mit ihren blinkenden AC/DC-Hörnchen und sind halt alle am Stehen und alle am Abrocken und freuen sich einfach, dass die Band da spielt. Und es macht einfach wirklich, wirklich Spaß. Und mir hat das so viel Hoffnung gegeben, weil ich werde dieses Jahr 50. Und wenn ich in 20 Jahren noch so auf der Bühne stehen kann wie Angus Young heute, dann bin ich einfach froh. Also das ist wirklich toll. Es gibt mir sehr viel Zuversicht. Und ich bin großer Fan und habe das dann auch auf Mastodon geschrieben. Da kam jemand und sagte, ja, endlich mal jemand, der nicht hier Age-Shaming betreibt. Und ich wusste davon vorher nichts, dass das gibt. Also ich weiß, dass es Age-Shaming gibt. Ich wusste aber nicht, dass man das mit Angus Young macht, was in meinen Augen überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ja, er ist alt, er sieht verbraucht aus, aber er ist halt immer noch einer der größten Rock'n'Roll-Stars der Welt. Und er schafft es halt, ein Stadion zur Ekstase zu bringen und ist halt geil. Also es macht halt wirklich, wirklich Spaß, den spielen zu sehen. Ja, Punkt. Kann man gar nicht mehr zu sagen. Hat ein bisschen Probleme, noch zurückzufahren. Unser Auto stand im Park and Ride in der U-Bahn. Mamasdorf? Nee, wie heißt denn das da? Mamashausen? Mamasplatz? Mumsen? Ich hab's vergessen. Also am anderen Ende der U-Bahn von der U1 oder U7. Dass man einmal mit der U-Bahn durch die Stadt fahren kann. Und weil mein Bruder im Süden wohnt, haben wir dann da Mamsendorf. Ja, wirklich. Ich habe keine Ahnung. Also alle Münchner lachen sich jetzt gerade schrecklich, weil ich vergessen habe, wie die U-Bahn-Station heißt. So, und da kamen wir nicht raus, weil der Parkautomat kaputt war. Und dann stand da so eine Horde von AC/DC-Fans. Also kam halt quasi um 20 Minuten, da kamen da AC/DC-Fans mit der U-Bahn an. Und direkt vor uns ist halt irgendwie der Parkscheinautomat kaputt gegangen. Also einer stand schon out of order, der andere hat einfach nicht mehr reagiert. Und der Servicemensch, der dann da per Telefon erreichbar war, der war nicht wirklich kooperativ. Der wollte uns da zuerst gar nicht rauslassen. Und am Ende hat er sich dann von jedem Namen, Telefonnummer und Autokennzeichen geben lassen. Und man musste dann beim Rausfahren auch nochmal anrufen und nochmal das sagen und dann hat er die Schranke geöffnet. Das war halt nur so, dass da, weiß nicht, 40, 50 Leute standen und halt immer noch mehr angekommen sind. Das hat das Ganze doch ganz schön verzögert. Also ich hätte es einfach nett gefunden, wenn er einfach gesagt hätte, ja okay, mache ich die Schranke auf, fahrt mal schön nach Hause. Also wir konnten halt nichts tun.
Das war so ein bisschen sehr ärgerlich. Aber ja, war mal spät zu Hause. Und am Donnerstag früh um 7 Uhr dann wieder mit dem Zug los Richtung nach Hause, aber gar nicht nach Hause, sondern ich bin am Donnerstag direkt ins Büro, weil da dann auch schon die ersten amerikanischen Besucher da waren. Und da haben wir da schon mal irgendwie Hallo gesagt, ein bisschen was gearbeitet. Ich musste auch noch ein Meeting moderieren. Wir hatten in der Woche vorher, hatten wir Hackathon-Woche, also war das direkt die Woche? Ja, direkt die Woche vorher. Genau. Und Hackathon bedeutet, jeder darf eine Woche an einem Projekt arbeiten, das er sich selber aussucht. Also Innovationswoche sozusagen. Und da gab es dann die Präsentation der einzelnen Projekte. Und ich habe da in dem Organisationskomitee mitgearbeitet und habe dann das die erste Meeting angeleitet. Und das war ganz gut, das vom Büro aus zu machen und nicht von zu Hause aus, weil dann da eben auch eine Gruppe von Leuten waren, wir gemeinsam quasi die angemessene Wertschätzung rüberbringen konnten für die Leute, die da sich coole Sachen ausgedacht haben. Ja, Freitag auch wieder morgens ins Büro gearbeitet. Und wenn die Amerikaner da sind, dann ist es halt anders als normale Arbeit. Dann ist es eine sehr intensive Arbeit. Da bespricht man halt wichtigere Dinge, tiefergreifende Dinge, grundsätzlichere Dinge als an einem normalen Arbeitstag. Und trotzdem musste ich dann nach dem Mittagessen schon wieder losflitzen zur Schule, weil mein Sohn ja ausgeschult wurde, also sein Zeugnis überreicht bekommen hat. Da wollte ich dann dabei sein. Das war auch sehr, sehr schön, dabei zu sein. Also es war wirklich toll zu sehen, wie die sich alle rausgeputzt haben und wie glücklich die alle waren. Das war wirklich gut. Ja, so, und dann hatte ich aber, weil wir amerikanische Besucher hatten, am Samstag zur Grillparty eingeladen. Da bin ich dann von morgens um 8 in Aktion gewesen, hier vorzubereiten, einzukaufen. Um 3 haben wir die Gäste vom Bahnhof abgeholt, nach Taxi gespielt. Und dann ja abends um 10 war ich dann endlich fertig mit die letzten Gäste wieder zur Bahn bringen und hier aufräumen. Es war schön, wir hatten so 20 Leute ungefähr da. Paar hatten noch Familie mitgebracht, Frauen und Kinder waren mit eingeladen. Das ist toll, also so ein Gartenpartytag, wo man einfach bei gutem Wetter, es war zum Glück, morgens hat es geregnet noch, mittags noch, aber am Nachmittag, als dann die Gäste kamen, war es trocken und abends sogar richtig schön. Also Nachmittag war noch ein bisschen windig und der Boden natürlich feucht, aber am Abend war der Wind weg und die Sonne kam raus und es war ein wirklich, wirklich schöner Tag mit Feuerschale und ja, grillen und einfach ein paar Spiele spielen. Kinder sehen es auch immer gut von den Kollegen. Das war gut, genau. Und am Sonntag bin ich dann mit den Kollegen, mit den amerikanischen Kollegen nach Berlin gefahren, denn wir haben auch einen Arbeitskollegen in Berlin, der hat es leider nicht nach Hamburg geschafft, aus familiären Gründen in der Woche, wo die Amis da waren. Seine Chefin war aber eine der Besucherinnen aus den USA. Die haben sich noch nie persönlich gesehen, wegen Covid und sowas. Und dann, ja, habe ich gesagt, dann lass doch einfach nach Berlin fahren, den Kollegen besuchen und dann einen Tag in Berlin verbringen. Und das war auch total schön. Wir sind zwar auch wieder sehr früh aufgestanden, damit wir dann auch ein bisschen was von dem Tag in Berlin hatten und sind halt dann in Berlin rumgelaufen. Das war an sich schon ein sehr, sehr toller Tag, weil wir halt, ja, also ich habe in Deutschland nicht so viel Kontakt zu Juden, vielleicht sogar schon mal gehabt, aber nicht so, dass man darüber gesprochen hätte, welchen Glauben man denn eigentlich hat. So, und die amerikanischen Kollegen, da sind vergleichsweise viele Juden dabei und dann spricht man halt auch drüber und da habe ich halt gefragt, hey, wie wär's? Also die eine Kollegin war jüdisch und oder ist jüdisch und habe ich gefragt, hey, wie wär's, wenn wir zum Holocaust-Mahnmal, also Mahnmal für die ermordeten Juden gehen und uns das anschauen, wäre das gut für dich? Und sagte, ja, das wäre schon gut, wäre schon interessant. Und ich kannte das schon, ich war da schon mal, aber halt nur mit meiner Familie, wir sind halt nicht Juden und dann mit anderen jüdischen Personen dort sich das anzuschauen, war schon anders für mich, als es irgendwie war sehr besonders und es hat ihr gut gefallen. Also sie meinte, das ist gut geworden, dieses Mahnmal. Das ist beeindruckend und bedrückend und passend.
Das war schön. Wir sind dann sogar zufällig später noch ins jüdische Museum reingestolpert. So hatte sie gesehen, ach, hier, guck mal, hier ist ein jüdisches Museum. Würde mich auch interessieren. Müsst ihr auch gar nicht mitkommen. Sind auch gar nicht alle mit rein. Also wir waren nur zu dritt, waren wir da drin. Ich bin da mit rein. War zuerst ein bisschen komisch, weil die Sonderausstellung über Sex war. Jüdische Position. Also der Untertitel. So, sagen wir da jetzt, wir sind Arbeitskollegen. Passt das? Also wir rein, aber die Sonderausstellung haben wir dann gar nicht gesehen. Also irgendwie sind wir dann nur in die Hauptausstellung gegangen und die war gut. Also das ist wirklich ein tolles Museum, falls ihr in Berlin seid oder irgendwann mal in Berlin seid. Das ist ein Ausflug wert. Denkt dran, dass ihr, wenn ihr ein Messer mit im Rucksack habt oder so, dass ihr es vorher rausnehmt, könnt ihr auch dort abgeben. Da wird man halt schon gefilzt aus gegebenen Anlass, aber dann kann man sich das anschauen. Es gibt sehr viel Kunst von Juden, aber natürlich geht es auch um die Geschichte der Juden in Deutschland, sowohl vor dem Dritten Reich als auch währenddessen und dann auch danach. Und ja, auch sehr beklemmend. Was mich am meisten beeindruckt hat, war im ersten Stock gibt es dann, wenn man durch die Ausstellung geht, sind die Wände behangen mit ganz großen Leinwänden quasi, also einfach weiße, lange Zettel, die von der Decke runterhängen und so quasi ineinander verschränkt sind. Da steht dann oben die Jahreszahl drauf und darunter stehen dann immer Datum und ein Text und die Texte sind Gesetze oder Verordnungen oder sowas aus dem Dritten Reich. Also es fängt, glaube ich, 32, 33, irgendwann fängt es an und geht halt bis 1945. Und man geht da halt durch die Gänge und das schafft man natürlich nicht, das alles durchzulesen. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel. Aber man schaut halt immer wieder drauf und denkt so, ach so, okay, es ist halt einfach jeden Tag oder jede Woche oder also zumindest mehrfach im Monat kamen dann neue Gesetze, neue Verordnungen raus, die dann einfach das Leben der Juden in Deutschland immer weiter eingeschränkt haben und teilweise natürlich sehr harte Einschränkungen. Du darfst jetzt nicht mal als Lehrer arbeiten, du darfst jetzt nicht mehr das und das machen. Zu so Einschränkungen, wo man denkt, okay, ist jetzt vielleicht nicht so schlimm. Also du darfst nicht mehr Blut spenden zum Beispiel. Ja, ist halt doof für euch, wenn ihr unser Blut braucht. aber auch so Juden ist es nicht mehr gestattet, Brieftauben zu halten. Denkt man zuerst, okay, was wäre daran schlimm? Naja gut, wahrscheinlich gab es eine Zeit, wo Brieftauben dann die einzige Möglichkeit für die Juden war, ehrliche Kommunikation zu betreiben. Und muss man schon ein bisschen überlegen, ist das jetzt wirklich eine einfachere oder schwächere Einschränkung? Oder ja, letztendlich geht es nicht um die einzelnen Einschränkungen, die dort vorgenommen worden sind, sondern es geht um die schiere Masse an einzelnen Sachen, die da auf das jüdische Leben niedergeprasselt sind. Also das war sehr, sehr beklemmend, weil man irgendwie einen Eindruck bekommen hat. Also natürlich ich will jetzt nicht sagen, dass ich es nachempfinden kann, aber es hat es sehr gut rübergebracht, dass es so eine kontinuierliche Last, Belastung, Einschränkung, Ausgrenzung war. Und man kann das dann auch auf das heutige Leben übertragen, dass es halt natürlich nicht darum geht, wenn der Faschismus kommt, dass da dann irgendwie sofort ist das Dritte Reich wieder so, wie wir es uns irgendwie aus Filmen vorstellen, sondern auch die kleinen Einschränkungen, die addieren sich halt und werden in Summe dann eben doch zu einer größeren Belastung. Also in Amerika gibt es ja schon wieder Bücher, die in der Schule nicht vorgelesen werden dürfen. Na, da geht es zwar nicht um Juden, sondern um Homosexuelle oder Transmenschen. Aber auch das sind halt Ausgrenzungen von Minderheiten, von Leuten, die irgendwie per Othering als nicht zur Gruppe dazugehörig definiert werden. Und ja, das war auf jeden Fall ein wertvoller Besuch für mich dort. Genau. Und dann sind wir noch im Biergarten gelandet. Und ach, also am Ende war es halt auch mit diesen beeindruckenden Besuchen beim Mahnmal für die ermordeten Juden und auch im jüdischen Museum, war es halt ein sehr, sehr schöner Besuch. Also wir hatten einen wunderschönen Tag.
Das Wetter war fantastisch. Haben schöne Sachen gesehen. Also auch Brandenburger Tor und sowas alles. Irgendwie das Humboldt-Uni. Das sind einfach schöne Gebäude. Also durch Berlin streifen, ein paar Fotos machen. Sightseeing, Checkpoint Charlie. Sowas einmal gesehen zu haben, war für die auch dann toll. Und das sind auch nette Leute. Also ich verbringe sehr gerne Zeit mit denen. Aber letztendlich war das die Überholspur, die ich schon vor der Fahrt nach München mit dem Konzert betreten. Also ich kriege schon die zeitlichen Abläufe kaum noch richtig zusammen. Ne? Also Zecke, Krankheit, Konzert, München, Ausschulung, amerikanischer Besuch, mit irgendwie das ganze Wochenende durcharbeiten. Und am vergangenen Mittwoch war dann die letzte Session. Also Montag, Dienstag, Mittwoch hatten wir auch nochmal sehr, sehr intensive Arbeitstage. Dienstag noch mit irgendwie einem Team-Dinner. Natürlich auch im Open Kitchen, wo sonst soll man irgendwie mit essen? Nein, also es war einfach das Einfachste für uns, da einen Tisch zu reservieren. Und da gibt es dann so Family-Sharing-Teller, die man sich bestellen kann für 16 Leute. Und das war das Beste, was wir machen konnten. Also sehr leichtgewichtig, sehr einfach zu organisieren, ohne großes Trara und Shishi. Also sehr gut. Ja, und die sind dann am Mittwoch, am Donnerstag abgeflogen. Also am Mittwoch hatten wir die letzte Sitzung. Und am Freitag bin ich schon wieder ins Auto gestiegen, mit meiner Frau nach Koblenz gefahren, weil am Samstag dort die Firmenfeier von Marales Firma Action Light in Koblenz, beziehungsweise in Urmitz, nördlich von Koblenz sitzen die, war. Und da waren wir mit eingeladen. Das war irgendwie so ein großes Fest. Und ja, ich kannte die Firma noch nicht. Ich hatte die vorherige Firma, die erste Firma hatte ich ja mal besucht. Also da war ich mal im Lager und dann war ich mal mit beim Konzert, was die veranstaltet haben. Da kannte ich so ein paar Leute. Aber denen hatte das für Mareile nicht geklappt. Und dann ist sie ja gewechselt zu der anderen Firma. Und Mareile sagte schon, das ist ein bisschen größer. Und ja, konnten wir uns das mal angucken. Und das war also wirklich toll. Also erstmal waren wir am Samstagvormittag nochmal in der Familie unterwegs, Burg Eltz besichtigt, bisschen Wein gekauft, auf dem Weg zurück an der Mosel. Und am Samstagnachmittag dann zu Action Light in Urmitz. Und wow, ja, das ist größer. Also das ist das Betriebsgelände, beeindruckend groß und riesige Hallen. Und dann gab es eine Führung durch die Firma. Hab dann hinterher erfahren, dass der Jörg Philipp, der die Führung gemacht hat, auch diesen Podcast ist oder Realität, ich weiß gar nicht mehr. Irgendeinen Podcast kannte er. Und als ich mich hinterher für die Führung bedankt habe, sagte er, ja, und danke für den Podcast, hat beim Umzug geholfen. Mit der Entspannung. Genau, und er hat das sehr gut gemacht. Ein sehr witziger Typ und hat halt tolle Geschichten erzählt, wie der Chef vor 29 Jahren angefangen hat, auf dem Rücksitz vom Auto der Mama irgendwie ein bisschen Lautsprecher und Licht durch die Gegend zu fahren. Und dann lachte da eine ältere Dame neben mir und dann frage ich, ach so, bist du die Mama? So, ja, genau. Dann habe ich mich mit der Mama vom Chef unterhalten. Das war einfach sehr, sehr nett. Und die hatte so eine Führung lange nicht mitgemacht. Also die wusste schon, also sie hat da früher natürlich auch mitgearbeitet in der Firma, als das größer geworden ist. War aber länger nicht da und kannte die ganzen neuen Geschichten nicht. Ja, und das war wirklich beeindruckend, weil die gar nicht nur Veranstaltungstechnik machen. Also Bühne, Licht, Ton, Video ist ja so das typische Veranstaltungstechnikzeug, sondern eben auch Messebau und alles Mögliche drumherum. Also die haben dann immer mal noch ein neues Geschäftsfeld angefangen und sich dann da reingesteigert und dann konnten sie es nicht lassen und auf einmal war es halt irgendwie groß und die Tischlerei, die sie sich da eingerichtet haben, um sowas wie Messestände zu bauen. Das ist, war wohl bis vor kurzem die modernste Tischlerei in Rheinland-Pfalz. Also was die da an automatischen Sägen, Fräsen und so Ableimer Gedöns rumstehen haben. Also beeindruckend große Maschinen und auch alles darauf ausgerichtet, dass man mal eben schnell, zur Not auch alleine mit so einer Maschine eine große Platte zum Zurechtsägen auf das Ding da heben lassen kann und
Ja, also manchmal muss es halt schnell gehen, manchmal muss man sehr flexibel sein. Und wenn dann auf dem Messestand eine Platte kaputt geht, weil irgendwer anders da aus Versehen mit dem Gabelstapler reingefahren ist, dann muss man das eben schnell zurechtsägen. So, und die haben halt massiv investiert und scheint sehr, sehr gut zu laufen, der Laden, weil das einfach wirklich sehr, sehr beeindruckend war, was sie da alles stehen haben. Ja. Dann sind sie auch noch Auslieferungsstandort für Laier, also Layher, ist dieses Gerüstsystem, das kennt man, weil, also ja, Baugerüste teilweise, wenn es Speziale sind, aber wenn man auf einem Konzert ist, diese Türme, an denen die Lautsprecher oben festgemacht sind oder auch die Bühnen selbst, das ist halt meistens Laier, halt dieses Metallgestänge. Und davon brauchen sie natürlich auch immer viel für ihre Jobs. Und haben dann auch immer angefangen, das zu verleihen und haben jetzt halt irgendwie Kooperationen mit dem Hersteller. Das ist, glaube ich, eine schwäbische Firma. Und die ja, haben jetzt halt ein Auslieferungslager eben dort bei Action Light in Urmitz. Und wenn man jetzt Leier kauft, dann holt man das eben auch dort ab und das macht die Firma halt äußerst flexibel in dem, was sie halt anbieten und tun können, weil einfach sehr, sehr viel Material da ist. Ja, ich stelle mir es sehr kompliziert vor, wenn man so viele verschiedene Geschäftsfelder hat und Verleih, Verkauf, Auslieferung und was nicht alles macht, da muss man wirklich, glaube ich, sehr gut aufpassen, dass man nicht irgendwie irgendwas auf den falschen Zettel schreibt, aber kriegt man ja einen Griff. Also sind wohl so 50 Leute da in der Firma. Das ist wirklich sehr beeindruckend und was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Stimmung dort. Also der Chef, der Lars, kam auch gleich auf uns zu und hat sich vorgestellt und wir haben uns vorgestellt und es war einfach sehr, sehr freundlich, sehr, sehr, weiß ich nicht, so willkommen, ein sehr großes Willkommen und allein ein großes Fest zu schmeißen, also da waren bestimmt, weiß ich, 200 Leute, wahrscheinlich mehr. Also eine riesige Halle. Und dann auch vor der Halle großer Grill aufgebaut, Hüpfburg aufgebaut und so ein Rodeo-Bullen, also so ein Bullenreiten aufgebaut und einfach wirklich ein sehr großes ja, Happening sozusagen. Mit Crepes wurden gemacht und Popcorn wurde gemacht und ja, ein Riesenbuffet. Also wirklich toll, tolle Getränke. Blieb kein Wunsch offen, glaube ich. Ja. Und lauter nette Leute. Also wir haben dann auch stand an irgendeinen Tisch mit dran gestellt. Stellt sich raus, die anderen, die dort standen, waren die Eltern von einem Ausbildungskollegen von Mareile. Und das war auch total nett, sich mit denen zu unterhalten. Und ja, ein ziemlich, ziemlich netter Abend. Genau. Und dann sind wir am Sonntag wieder zurückgefahren. Heute ist Montag, der 24. Juni. Und ich habe euch jetzt einen kleinen Abriss gegeben über die letzten 3 Wochen auf der Überholspur. Wie gesagt, so teilweise kriege ich die zeitlichen Abläufe schon gar nicht mehr so richtig sortiert, wann eigentlich was passiert ist, weil das war ein bisschen viel. Ich habe das auch deutlich gemerkt und dass ich das natürlich auch alles nochmal mit eingeschränkter Gesundheit abreißen muss, war nicht ganz vernünftig. Wahrscheinlich hätte ich das eine oder andere irgendwie streichen sollen von meiner Liste, war aber nichts dabei, was ich hätte so einfach streichen können. Also vielleicht den Ausflug nach Koblenz, da hätte ich auch zu Hause bleiben können. Aber das war jetzt nicht das Anstrengendste. Also natürlich ist so eine Autofahrt nach Koblenz anstrengend, zumal es am Freitag auch noch so Starkregen gab und mit Starkregen und Gewitter auf der Autobahn ist halt auch immer ein bisschen anstrengend. Aber ich bin ja mit meiner Frau gemeinsam gefahren, wir konnten uns ablösen. Das war nicht so schlimm. So, und man, mit Elektroauto macht man ja dann ja sowieso eine nette Pause. Die machen wir meistens am Karmener Kreuz. Da ist eine große Ladestation. Da ist immer was frei zum Schnellladen. Und mit einer Osteria daneben. Das ist schon okay. Kriegt man hin. Nicht so schlimm. So, deswegen brauchte ich das nicht zu streichen. Den amerikanischen Besuch konnte ich nicht streichen. ACDC hätte ich mir sparen können. Und das habe ich auch ernsthaft überlegt, ob ich die Münchenreise irgendwie absage. Aber ja, ich habe ja am Tag vor der Münchenfahrt, habe ich ja das Konzert spielen können. Das hat gut geklappt. Also bis dahin war ich ja schon wieder
gesund genug sozusagen. Ja, ich habe es einfach nicht übers Herz gekriegt, irgendwas von diesen Dingen zu streichen, weil es waren ja auch alles tolle Sachen, ne? Also München war toll, Familientreffen. Ich habe auch noch den Alexander Waschkau von Huxilla, dem bin ich auch jetzt schon, weiß nicht, 12 Jahre befreundet oder so. Das ist einfach ein sehr netter Kontakt. Den habe ich in München dann auch getroffen und einen Abend verbracht. Das war sehr nett. Ja, hätte ich nicht streichen wollen, also würde ich nicht missen wollen. Auch das Konzert im Open Kitchen würde ich nicht missen wollen. Es hat Spaß gemacht. Halt ganz anders als unsere bisherigen Konzerte. Wir haben 4 kurze Sets gespielt, anstatt 2 längere mit Pausen. Wir haben zwischendurch leckeres Essen bekommen. Alles gut. Also es will man gemacht haben. Will man nicht gestrichen haben. Zumal ich wusste, dass einige Tische im Restaurant schon reserviert waren von Leuten, die aus Berlin und aus anderen Regionen extra deswegen angereist sind. Also vielleicht nicht extra, also einige schon extra wegen des Konzerts und des Restaurants, andere, weil am Wochenende danach Hip Jazz war. Dann haben sie das halt mit einem Besuch im Open Kitchen und Konzert von uns verbunden. Das passte natürlich ganz gut. Das war sehr, sehr nett und ja, möchte ich auch nicht missen. So. Und dann ist es halt manchmal so. Und wenn man dann nichts streichen will, dann hat man es halt anstrengend. Und dann muss man nur zusehen, dass man hinterher auch wieder eine ruhigere Phase hat. Und die habe ich jetzt. Also in den nächsten 3 Wochen habe ich keinerlei Eskalationen vor. Und dann ist auch nochmal irgendwann Urlaub. Das ist natürlich, eine Urlaubsreise ist dann auch wieder Eskalation, weil auch die ganze Familie mitkommt. Mareile kommt auch mit. Aber das ist natürlich tatsächlich dann mit sehr viel Erholung verbunden und da werde ich dann auch nicht arbeiten. Da fällt dann vielleicht auch nochmal eine Einschlafen-Podcast-Episode aus. Aber das wird sich dann zeigen. Das ist dann ja vielleicht auch nicht ganz so schlimm. Ja. Ich hoffe, ihr vergebt es mir, dass die letzte Episode ausgefallen ist und ich weiß es auch. Und ich bekomme dann ja auch immer Nachrichten von euch, dass das, dass ich auf mich aufpassen soll und so. Das tut gut, dass das hier nicht, ich mache mir selber den größten Druck mit dem Einschlafen-Podcast, glaube ich, weil ich es gerne möchte, alle 2 Wochen eine gute Episode auch abliefern. Aber manchmal geht's halt nicht. Ich hoffe, diese Episode funktioniert für euch, weil ich die ganze Zeit von super stressigen Sachen erzähle. Und in Summe ist das sicherlich alles viel zu viel gewesen. Aber jedes Einzelne für sich ist ja eine schöne Geschichte. So, und deswegen hoffe ich, ihr könnt trotzdem gut einschlafen bei diesem Ausflug in meine Stresswelt. Und ja. Genau. Da würde ich jetzt mal sagen, ich lese euch noch ein bisschen was vor, oder? Ich habe hier den Rilke. Rainer Maria Rilke, gesammelte Werke. Wo ist er denn? Im Buch der Bilder sind wir Position 2038, 30% der Gesamtausgabe. 2 Gedichte zu Hans Thomas 60. Geburtstage. Mondnacht, süddeutsche Nacht, ganz breit im reifen Monde und mild wie aller Märchen Wiederkehr. Vom Turme fallen viele Stunden schwer in ihre Tiefen nieder wie ins Meer und dann ein Rauschen und ein Ruf der Ronde und eine Weile bleibt das Schweigen leer und eine Geige dann, Gott weiß woher, erwacht und sagt ganz langsam eine Blonde. Und Ritter? Reitet der Ritter in schwarzem Stahl hinaus in die rauschende Welt und draußen ist alles, der Tag und das Tal und der Freund und der Feind und das Mahl im Saal und der Mai und die Maid und der Wald und der Gral und Gott ist selber viel tausendmal an alle Straßen gestellt. Doch in dem Panzer des Ritters drinnen, hinter den finstersten Ringen, hockt der Tod und muss sinnen und sinnen, wann wird die Klinge springen über die Eisenhecke, die fremde, befreiende Klinge, die mich aus meinem Verstecke holt, drin ich so viele gebückte Tage verbringe, dass ich mich endlich strecke und spiele und singe. Ja, von mir aus. 553 markieren, speichern. Ja, dann kommen wir zu Herrn Goethe.
der so langsam sich aus aus Venedig verabschieden wird. So viel kann ich schon mal verraten. Wir sind aber noch in Venedig. Und zwar am 12. Oktober, da hatte ich irgendwie bei der Hälfte aufgehört. Da geht's jetzt weiter. Johann Wolfgang von Goethe und die italienische Reise bei Position 1378, 16%. Augen zu und zugehört. Gott sei Dank, wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf wert war. Wie glücklich befinde ich mich, dass ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage. Denn jetzt darf ich es sagen, darf meine Krankheit und Torheit bekennen. Schon einige Jahre her durfte ich keinen lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten, was mir ein Bild Italiens erneute. Geschah es zufällig, so erduldete ich die entsetzlichsten Schmerzen. Herder spottete oft über mich, dass ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bemerkt, dass dies das einzige lateinische Buch war, das ich las. Er wusste aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten musste, wie ich mich in jene abstrusen Allgemeinheiten nur ängstlich flüchtete. Noch zuletzt hat mich die Wielandsche Übersetzung der Satiren höchst unglücklich gemacht. Ich hatte kaum zwei gelesen, so war ich schon verrückt. Hätte ich nicht den Entschluss gefasst, den ich jetzt ausführe, so wäre ich rein zugrunde gegangen. Zu einer solchen Reife war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen zu sehen, in meinem Gemüt gestiegen. Die historische Kenntnis förderte mich nicht. Die Dinge standen nur eine Handbreit von mir ab, aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jetzt nicht etwa zumute, als wenn ich die Sachen zum ersten Mal sehe, sondern als ob ich sie wiedersehe. Ich bin nur kurze Zeit in Venedig und habe mir die hiesige Existenz genugsam zugeeignet und weiß, dass ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme. Und dann hier noch Venedig, den 14. Oktober, 2 Stunden in der Nacht. In den letzten Augenblicken meines Hierseins, denn es geht sogleich mit dem Kurierschiffe nach Ferrera. Ich verlasse Venedig gern, denn um mit Vergnügen und Nutzen zu bleiben, müsste ich andere Schritte tun, die außer meinem Plan liegen. Auch verlässt jedermann nun diese Stadt und sucht seine Gärten und Besitzungen auf dem festen Lande. Ich habe indes gut aufgeladen und trage das reiche, sonderbare, einzige Bild mit mir fort. Ja. So viel zum Schluss von Goethe in Venedig. Es geht weiter mit Ferrera bis Rom. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, wenn ihr mal auf die Überholspur müsst, dass ihr auch rechtzeitig wieder zurückkommt in den normalen Trott. Manchmal ist es ja gut, auch irgendwie aufregende Zeiten zu haben. In letzter Zeit wünsche ich mir häufiger als seltener einen etwas ruhigeren Tagesablauf. Langeweile wäre so toll in meinem Leben. Passiert leider echt selten. Naja, irgendwann wird es wieder langweilig und dann beschwere ich mich darüber. Ich will mich nicht beschweren, ich wollte euch nur sagen, wie es mir geht. Und insgesamt geht es mir gut. Und ich hoffe, euch geht es auch gut. Ich hoffe, ihr schlaft genug. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.